geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In dieser Folge sind wir natürlich wieder auf meinem eigenen Server unterwegs, Inferno. Und natürlich haben wir uns auch in dieser Folge auf den Weg nach Green Mountain gemacht, um selber mal offiziell die Safe Zone zu begutachten. Wir helfen natürlich, wo wir können. Brauchst du einen Rucksack, einen richtigen? Oder einen Teddy? Was machst du stundenlang hier? PvE-Spieler. Ich räume hier um. Kennt doch keiner Ordnung hier in der Safe Zone. Er hat alles versucht, da wegzuräumen. Deswegen liegen da auch so viele Rucksäcke auf einem Haufen. Und eins sollte natürlich absolut klar sein, nachdem wir hier den Leuten in der Safe Zone absolut friendly gegenübergetreten sind, haben wir natürlich draußen anderen das Leben etwas schwer gemacht. Da oben ist ein Spieler. Hier oben ist auch gleich einer. Komm zurück. Du bleedest. Ja, da ist einer drin, aimt die Türe ab. Grüße gehen an der Stelle raus, Bro. Ich kenne dich zwar nicht, steht kein Name da. Überlebender. Tja, liebe Leute, ich kann euch natürlich den Server Inferno nur wärmstens empfehlen. Schaut doch vorbei, wenn ihr da genauso eine Action haben wollt. Aber für heute startet unser Abenteuer in Pavlovo Military, als ich dort auf zwei Spieler getroffen bin. Ich würde sagen, jetzt geht's rein in das Video. Ich bin in der Schule jetzt drin. Ich push gerade hoch. In der Hoffnung, dass hier keiner mich abaimt. Alter, sieht schon geil aus hier. Die Schule ist mal so weit safe. Da oben ist ein Spieler! In der Schule? Ja, in der Schule oben drin. Wieder auf den Berg zu kommen. Ich hab ihn. Einen hab ich. Stellt euch mal im Waldrand rein. Da ist noch einer. Okay. Weißt du, was gut ist? Ich hab ne Nett. Cool. Gehen. Eins. Boom! Oh. Sei tot. Ist er tot? Ich weiß es nicht, ich sehe ihn nicht mehr, aber Türe war zu. Die Türe war davor auch schon zu. Also denke ich, der ist tot. So, by the way, liebe Leute, man bunkert sich nicht hier irgendwo in ein Gebäude, wo ich reinrenne. Ich weiß nicht, ob der dead ist. Ich will nicht hochspringen. Okay, ich bin jetzt auf dem Berg, wo ich da letztens den anderen gesniped habe. Ich guck mal. Mhm. Ich da irgendwas sehe oben. Also, die Nate ist gekommen. Der müsste eigentlich dead sein. Wenn er drin geblieben ist, ist er dead. Ja, die Tür ist auf jeden Fall zu oben, ja. Doch, habe ich ganz oben jetzt so keinen gesehen. Ich komme mal zu dir. Also, Dachi, ich habe gestern zwei Stück hier im Military gefunden. Bist du das? Ja. Meine Fresse, ich habe mich gerade leicht erschrocken. Aber ich sollte es ja erkennen am Cowboy-Hut. Guten Tag. Grüß dich. Okay. Also, hier oben ist einer dead. Und Granate weiß ich nicht, ob er erwischt hat. Ach komm, ich spring da hoch. Ja, zwei dead. Nice. Ich brauche dringend was zu essen von denen, ich zerschneide den einmal hier. Auf dem Dach war nichts los, ne? Hab ich so nicht, also auf dem kleinen Dach nicht, ne? Auf dem großen konnte ich nicht. Also ganz ich mach mal ganz kurz auf. Ich renn mal kurz. Ja, der liegt. Da ist nix. Hier ist safe, hier liegt noch eine AK, falls du brauchst. Oh, der hat was zum Essen. Ich loot den mal kurz hier. Oh ja, ich bräuchte auch unbedingt was zum Futtern. Ja, hier, der hat genug. Ich weiß nicht, ob ich den hier zerschneiden kann. Oh ja. Häuten. Ich häute nur seinen Fuß, liebe Leute. Da sieht man's. Ich mach die Sohle ein bisschen kürzer. Der hatte nur 30er Max. Boah, wie viel Essen die dabei haben. Ja, krass, ne? Und Batterien. Was geht denn ab? Krass. Multis nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob du welche hast. Ich nehme das ganze Essen jetzt einfach mal mit. Hier, Blow Up bei Frag Grenade. Das war der Snipe Vipers. Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall mal raus. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir waren immer noch auf dem Dach, als wir plötzlich beschossen wurden. Und wir nicht genau wussten, wo die Gegner sitzen. Ja, der Regen ist jetzt super optimal, ne? Keine Ausdauer, meinst du? No. Also, wenn ich die wäre, dann würde ich auch wieder hinter der Schule warten. Oder? No.
Aber wir sind ja zu zweit. Einer aimt vorne die Tür ab, einer hinten. Jetzt müssen wir es mal testen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich eine Türe vorne aufmache. Nur um zu gucken, was passiert. Ich hab Angst! Komm, ich probier's. Ah nein, ich kann die nicht mehr schließen. Geht nach außen auf, ne? Verdammt. Sollen wir mal probieren, in-game zu reden? Vielleicht hören die uns. Vielleicht sind die schon hier in der Nähe und antworten. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass sie hier in der Nähe sind. Hello? Someone outside? Hallo? We are friendly people. We are the sheriffs from Pavlovo now. Ich würde sagen, hinten aus der Schule raus, über die Mauer, links an der Mauer entlang und dann Richtung Stein, oder? Ja, wir können auch einen großen Bogen zu den oberen Baracken machen, Richtung Zeleno, weißt du? Dann schön außerhalb des Zaunes und dann wieder von hinten auf den Stein zu. So, liebe Leute, wir gehen jetzt an der Stelle einfach mal sterben, deswegen tanze ich hier noch eine kleine Runde. Wir gehen jetzt absolut drauf wahrscheinlich. Okay, let's go. Gleich über die Mauer, oder? Ja. Also los. Oh, Baby, spring da drüber. Okay, ich bin drüber. Ich nicht. Ja, ich auch. Okay, nice. Absolut keine Ausdauer hier an der Stelle jetzt? Hätte ich einen Millimeter weniger Ausdauer gehabt, wäre ich auch dead gewesen. Wollte ich nicht drüber kommen. Das heißt groß außenrum, oder? Ja. Let's go. Ist klar, da geht's heftig ab, by the way. Vielleicht denken die, wir campen immer noch in der Schule. Und wollen uns jetzt irgendwie rauslocken oder so, oder? Das wäre so geil. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, das geht gerade nach hinten los, was wir hier tun. Das kann passieren, ja. Egal. Von Baum zu Baum. Ja, ist okay, ist okay. Ich spotte mal vor. Wenn ich dead bin, schrei ich. Also ich denke nicht, dass sie hier oben sind. Ich glaube eher, dass sie hier weiter drüben und dann am Felsen in der hinteren Baracke sind oder so. Wer weiß. Hey, der Nebel, der macht's halt auch gerade so schwer, ne? By the way, Bohemia, was soll das? Nur weil es regnet, heißt es doch nicht, dass gleich neblig werden soll. Da oben ist das Zelt. Vielleicht haben die sich auch ins Zelt gestellt. Vielleicht ist es denen ihr Zelt. Ich push mal Richtung Zelt. Auf ganz entspannt aber. Ach man, ich verliere auch schon Leben. Ach da, okay. Im Zelt steht keiner. Dann könnten wir vielleicht die obere Garage benutzen. Erstmal wieder warm werden, oder? Obwohl Garage ist ein bisschen. Spieler vor mir! Ich hab ihn gesehen. Ich bin dead. Oh, ich hab ihn nicht mehr gesehen. Tja, liebe Leute, so kann es halt auch nun mal laufen. Ich bin natürlich so schnell wie möglich wieder nach Pavlovo Military gerannt. Leider habe ich niemanden vorgefunden. Deswegen haben wir uns auf den Weg nach Zeleno gemacht und da haben wir nachts einen Spieler auf der Straße gesehen. Licht unten in Zeleno, ja, auf der Straße. Ich auch gerade gesehen, da läuft auch einer. Ich sehe ihn mit einem grünen Knicklicht. Der ist auch bewaffnet. Runter zum braunen Haus. Ja, komm, lass direkt runter, oder? Oder wollen wir die Nacht wirklich abwarten? Oh, da hinten fährt ein Auto. Es kommt von oberhalb rein, bei der Stadt. Seht ihr das Licht? Oh ja, tatsächlich. Fährt aber Richtung Green Mountain, oder? Das Auto hat angehalten, oder? Täusche mich. Ja, ich sehe den mit dem Licht wieder. Der steht, glaube ich, auf diesem Schrottplatz, steht es. Der hat das Licht ausgemacht jetzt. Hat jetzt Zombie-Action, er läuft auf der Straße. Ah, ich sehe ihn. Also ich sehe das grüne Licht. Ah, ich sehe ihn. Was, oh, ich könnte ihn so holen. Ja, ich habe ihn auch vor dem Scope. Ich könnte ihn holen, also ich könnte schießen. Ich habe ihn. Stark.
400 Meter. Wer rennt da? Ah, da rennt der Gilly. Ich würde jetzt runter, oder? Ah, ihr seid ja schon weit unten. Ich push mal vor zur ersten Baracke. Ja, das sind Zombies davor. Geht schon wieder auf das Sack. Schuss. Wer schießt? Ich nicht. Ja, auf uns. Von der Mauer, Leute, von der Mauer, wo wir eigentlich immer reinlaufen. Bei den Stromdingern, meinst du? Ja. Ich bin in der Baracke, Leute. Nicht erschrecken, ja. Okay, ich lauf unten die Mauer lang an den Zügen. Ich lauf links lang. Ich gehe hinter die Garage. Oh, ich hab Zombie-Akku hier, Alter. Hab einen. Ich bin in der Dinger, ja. Ist von euch gerade einer in die Hütte gelaufen? Ne, der Purple Haze heißt er. Ich nehme die Zombies. Okay, den einen habe ich. Ich kann gar nicht hier durch die Scheibe schießen hier, gell? Der hatte nur eine Weiger. Ne, und eine M4, okay. Entfernung. Zombie getriggert hier. Nach links. An der ersten Baracke nach links. Ja, die sind an der Baracke bei dir. Ja, hier im Wald stecke ich die Waffe ja noch nicht weg. Ne. Ich stecke auch erst die Waffe weg, wenn ich direkt vorm Tor stehe. Eigentlich ist Safe Zone der ganze Wald außenrum. Dachte ich schon, dass der außenrum Safe Zone ist. Ich bin der Buschschweizer, das heißt was. Der Bex macht das intelligent, weißt du? Der lässt uns vorrennen, weil wenn es schief geht, lebt er noch. ich habe nur die ganze Zeit hinter uns geguckt, ob ich ihn dem unten sehe. Ich muss ganz kurz was trinken. Ja, alles klar. Brich mein Getränk ab. Brich dir das ab? Ja. Okay, let's go. Da oben haben sie alles wieder rausgekramt, ey. So, liebe Leute, wir sind das erste Mal hier in der Safe Zone, by the way. Also hier drin bitte Waffe wegstecken und natürlich alle friendly behandeln. Genauso wie den ganzen Wald hier außen rum bis runter, bis zur Waldlichtung an der Stelle. Wenn das nicht passiert, dann werden Konsequenzen folgen. Im Zelt sind ein paar Waffen noch drin, haben sie reingepackt. Und fügt noch hinzu, aufräumen, ja. Immer aufs Türmchen. Hey, hier ist ein Spieler. Guten Tag. What's up, Bro? Can you talk? Do you have a mic? Bist du Deutsch? Dann spring einmal. Hey! Also du kannst uns zumindest mal hören. Okay. Könnt ihr ihn hören? Nein. Ich bin leicht verwirrt an der Stelle. Er möchte nicht mit uns reden. Mach mal Pfeiltaste nach unten, zweimal hintereinander Doppelklick. Ah, da hat er was gesagt. Ja. Oder halt's mal gedrückt, Pfeiltaste nach unten. Ah, hallo? Bist du vielleicht... Du hörst uns aber. Hast du... Okay, hast... Ja. Ich wollte... Hast du Klebeband ganz zufällig bei? Oder Näset oder so? Hast du das hier alles so dreckig gemacht? Brauchst du irgendwas? Essen, trinken oder sowas? Ja? Gönn dir! Ja, sehr cool. Wir helfen natürlich, wo wir können. Brauchst du einen Rucksack, einen richtigen? Oder einen Teddybär? Schenk... Perfekt. Oh, du willst meinen Teddybär nicht. Ist okay. Da ist der Rucksack. Greif zu! Schau mal in den Kisten da vorne, dann darfst du dir auch was rausnehmen, wenn du wieder was reinpackst. Da liegt zum Beispiel VSD rein drin. Wenn du irgendwas anzubieten hast, was du da reinpacken willst, was du nicht brauchst, reinschmeißen, andere freuen sich drüber. Das
So, liebe Leute, wir genießen jetzt einfach mal den Ausblick aus unserer Safe Zone hier heraus. Es ist einfach wundervoll hübsch hier. Ihr seht so viel Grün. Und wenn ihr darunter guckt, seht ihr nochmal so absolut bekloppte Menschen, die mit dem Teddybär rumrennen. Das ist jetzt mein... Ist es jetzt deiner? Ja. Meint ihr, ich überlebe, dass er nicht hier von dem Turm springen? Ja, hat er auch überlebt. Aber nur mit Kopf lang ist. Vom Green Mountain Turm? Ja. Ja, nein. Easy. Spring runter. Engen. Viel Spaß beim Hochlaufen. Ich gehe hier lieber wieder runter, sonst falsch. Aber die Safe Zone war heute auch schon gut besucht da oben. Echt? Ja. Ich bin ja als erstes da hochgelaufen, um zu gucken, ob einer hier von den Jungs oben ist, weil ich die VSD ja hochgebracht habe. Dass die dir dann hätten gegeben. Okay. Und da waren dann schon, drei Leute drin. Ich mir so, oh, hier babbelt eine Frau und zwei Kerle. Ich so, okay. Hallöchen, was geht ab? Ach, das ist der Herr Lutz. Der Lutz ist immer krank, Alter. Ja, moin, Jungs. Habt ihr hier guten Morgen. Ist das hier offiziell die Safe Zone oder bin ich jetzt los? Ja, das ist die offizielle Safe Zone. Gönnt euch mal ein paar Vitamine. Oh, geil, Mann. Danke, oh. Endlich. Ey, wir sind hier rumgegeistert seit Stunden auf dem Weg nach Norden. Habt ihr da unten geschossen? Nein. Wir sind dem ersten Weg gegangen. Wir hatten so Schiss. Gönn dir. Ist auch nicht Corona verseucht. Noch nicht. Vor allem jetzt trifft es schon wieder nicht, Alter. Und ich bin gestern erst zweimal gestorben hier hochgelaufen. Danny, Mann. Dann hast du es wohl nicht anders verdient. Dann werden wir gleich mal zur Küste runterlaufen, wa? Welcome to Cenarus! Kann ich holen. Achso, okay. Das was heißt, ein Bart du schon hast. Ja, so lange bin ich schon am Leben. Müsste mich umbringen, wieder hochlaufen. Ich will Friseur spielen. Darf ich? Bitte? Wer hat das gesagt? Nee, dann sehe ich aus wie 12. Ja, sieh dir, die Lena. Das ist doch so. Nein! Nicht ganz normal. Ich sag's fast nicht. Nee, lass den Bart dran, ey, hallo? Jupp. Was machst du stundenlang hier? Ja, witzig gesagt. PvE-Spieler? Ich räume hier um. Kennt doch keiner Ordnung hier in der Safe Zone. Er hat alles von sich Deswegen liegen da auch so viele Rucksäcke auf einem Haufen. Ja, das ist gefährlich, Leute. Wenn ihr irgendwas wegtut, Schoko hat da so einen Putzfimmel. Also der ist da wirklich ziemlich anstrengend, was das angeht. Ja, ich sag's ja, guck mal, hier noch. Lass dich hier auch. Ja, Sven, dann lass mal Richtung Selino gehen. Das mach ich. Könnt ihr mir guck mal, Schoko hat so viel aufgeräumt, dass seine Schuhe schon kaputt sind. Benny, kommst du mit? Schoko, Mann. Benny? Gut, Leute, Mädels, ist ja auch da. Ich wünsche euch was. Tschüss. Bis später. Viel Spaß noch. Ciao, bleibt ciao. Am Leben. Und euch auch. Ich bin hier vorne am Doppelbacksteinhaus. Police. Ich spring mal hier über die Zäune. Bin hinterm Jungs, Double Green. Die ganzen Zombies sind alle hier jetzt auf einmal ganz... Oben im Haus ist einer. Im Double Green ist oben einer drin. Hier oben drin? Da hat sich was bewegt. Ja, da hat sich was bewegt. Hier? Ah ne, Percy ist woanders da. Oder das Haus, ich wo bin wir gegenüber, hier? Ich bin gegenüber vom Double Green. Ne, nicht da, wo wir gerade waren. Ah, okay. Da, wo die Zombies vorstehen. Ja, also hier bei uns, ne? Bei Schoko und mir. Ja. Alles klar, ich werf da eine Nate hoch. Wer gibt mir Deckung links und rechts? Ich geb hier Deckung. Oh. Ich komm rüber. Nate ist drin. Da war ein Schuss. Wow. Schoko, oder? Ja, ich hab kein Messer, deswegen. Ich geh rein. Die Tür ist offen. Türen so oben sind zu. Ich bin bei dir. Ich hab aufgemacht. Vorsicht, hinterm Schrank. Ja, ist safe. Zombies eingesperrt im Beischen. Ah, ich wurde angeschossen. Aber von hinten? Aus dem Haus irgendwo raus. Ich muss mich wieder verbinden. Scheiße. Alter!
Ich hab die Kugel nur an der Wand gesehen, ne? An der Hauswand. Fuck. Oder kam das aus dem Beischen? Ich glaube, ja, das kam aus dem Beischen. Ja, so kamst du mir auch vor. Ich mach also, auf. Ganz viele Zombies vom Haus schon. Ich bin im Beischen Haus drin, ich mach die Türen auf. Achso, du hast schon. Ich bin drin. Okay. Ich lade ganz kurz nach, bevor wir da hochrennen. Seid ihr ready? Yes. Ich duck mich links weg. Hm? Okay, gut, ich geh hoch. Jo, ist auch gleich. Komm zurück. Du bleedest. Lass mich weg. Einer ist tot. Okay. Ich hab Ladehemmung. Ich komm. Ich hab kurz. Happen. Boah. Ist dead. Jemand von uns tot? Nee, ich hab den. Okay. Wer war das? I am Steph, okay. Ich muss ganz kurz trotzdem hier... Trotzdem nochmal oben, ne? Alter Schwede. Ja, zwei okay, es waren drin. Zwei. Hier oben ist noch einer. Das hat so geleckt, ey. Ich hab noch... Ich hab eine harte Ladehemmung gehabt. Der hat voll auf meine Waffe geschossen. Kurze Info hier an dieser Stelle, wir hatten einen Kampf vor Celeno auf den Feldern gegen Zero Speedy und seine Crew. Grüße gehen da an der Stelle auf jeden Fall raus, nice gefightet. Wir haben verloren, wir haben uns danach wieder auf den Weg zur Safe Zone gemacht, um neue Spieler kennenzulernen und sind da mit einer ganz neuen Gruppe losgerannt. Ja, dann ich... Bleibt am Leben, Leute. Wir sehen uns wieder in der Safe Zone. Ja, klar. Was ist denn eigentlich mit hier Amstaff-Blume, den habe ich noch gar nicht gehört, glaube ich, oder? Doch, da hat er geredet. Amstaff-Blume? Ja. Ah, doch, da ist er. Na, okay, perfekt, dann let's go, oder? Jo, let's go. Jetzt mal gucken, alle glotzen uns an, ne, so by the way. Ja, gut, Leute, wollen wir Celeno rein oder wollen wir Richtung Pavlovo weiter? Also, wir können erst in Celeno rein und dann nach Pavlovo, also mir ist das... Ja, lasst uns auf Prisonhöhe rein, Bahnhof Prisonhöhe. Ja. Dann laufen wir da einmal durch und wenn wir auf keinen treffen, gleich weiter, oder? Ja, würde ich auch sagen, ja. Gut. Okay, und ich bin hinter dir. Schön zigzag laufen, nicht dass ich hier. Das ist das gefühlt der längste Weg überhaupt. Ah ne, der drüben von der Scheune ist noch länger. Prison ist offen. Seid ihr schon davor? Ja, ich bin jetzt oben bei der Garage. Okay, ich step hinterher. Die Elbaracke bei der Feuerwehr ist zu. Die in der Langbaracke ist zu, die Tür. Ja, müssen wir mal aufpassen, weil Server Reset war, ne? Ja. Normalerweise. Weil die in der Langbaracke ist offen. Wir kommen jetzt zu. Die lange Baracke ist auch auf, es ist nur die L-Baracke, die hier zu ist. Push mal ran, ich guck mal rein. Ich bin bei dir, ich komm von links. Da liegt irgendwas Rotes hier im Busch. Das ist hier ein Rucksack. Eine Tür liegt hier von links. Ich bin hinten dran. Ich auch. Ja, da ist einer drin, aimt die Türe ab. Warte. Ja. Ich kann, glaube ich, wenn ich es jetzt anstelle. Auf den Rohr hier rauf und dann wieder weg. Der müsste dead sein. Ist dead, hast warte. Ihn. Stark. Nice. Ich mach die Tür auf. Vorsicht, nicht, dass der war safe nicht alleine. Nee, ich glaube auch nicht. Also der Inn ist tot auf jeden Fall. Duschen habe ich jetzt nichts gesehen. Wir gucken. Zombies. Zombie. Nee, der war glaube ich alleine. Der war alleine. Der passt auch durch. Die ist sauber hier. Safe. Stark. So, liebe Leute, in der neuen Gruppe musste hier schon jemand sein Leben lassen. Grüße gehen an der Stelle raus, Bro. Ich kenne dich zwar nicht, steht kein Name da. Überlebender. Hashtag. Aber ich hätte das auch so gemacht. Der saß ja perfekt. Ja. Das ach, hast du ihn hier durch das Fenster erschossen? Nee, durch die Tür. Der saß hier, hat hier so geaimt. Und das haben wir halt vom Fenster gesehen. Das ist ein Trottel, der hätte hier sitzen müssen, hier in der Ecke. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen Pavlovo, aus Leno raus, oder? Ja, Pavlovo, hier ist wohl nichts mehr los. Ready? Ich mach auf. Ja. Oh, ready? Das Schießen, oder? Auf Zombies?
Ja, ich lock sie kurz weg. Vorsicht! Drecks Zombie. So viel Aggro war das gar nicht, oder? So ein 3 Zombies. Nee. Hab jetzt gedacht, da ist die Hölle los. Das hat sich auch angehört wie, keine Ahnung, 10 Zombies oder so. Alter, was ist mit der Kuh da los? Die hatte gerade hier, keine Ahnung, Parkinson oder so. Vorsicht, nicht in meinen Schuss kommen. Die andere Seite. Boah, der sah schön aus. Der ist schönes Blut aus dem Kopf gespritzt. Boah, also Ausdauer hat sich fast schon wieder verabschiedet. Ja, ist durch den scheiß Regen, hat man gleich ein bisschen weniger Ausdauer. Bei mir geht noch ein bisschen. Da ist ein Spieler. Wo? Ja, da lass einen. Rechts von uns. T-Bag, aber der hat eine Waffe auf dem Rücken. Yo, Bro, what's up, man? Servus. Hi, servus, na? Servus. Danke fürs Nicht-Erschießen. Ich habe eh keine Munition. Ja, alles gut. Alles gut. Wir sind meistens eigentlich auch friendly unterwegs. Hast uns gerade ein bisschen erschrocken, bist auf einmal so rausgerannt hier. Ja, okay, cool. Ich hab mir gedacht, so, ja, wenn ich jetzt weglaufe, dann fällt das wahrscheinlich auf. Ja, das wäre wahrscheinlich verdächtig gewesen. Du bist allein unterwegs, oder wie? Ja. Okay. Ich bin wahrscheinlich in Pavlovo, oder? Ja, das ist Pavlovo hier. Also, wenn du hier lang gehst, ist Pavlovo Military. Wenn du hier lang gehst, läufst du Richtung Zeleno. Oh, das ist nett von dir, danke. Servus, Mr. Servus! Servus. Brauchst du noch irgendwas essen oder so, technisch? Der Essen wäre ganz nett. Ich hab gefühlt noch gar nichts. Jetzt pass auf, hier. Und auch kein Messer oder Durchmesser. Warte, ein Messer kann ich dir droppen. Messer liegt auch dabei. Ich hoffe, du kannst es sehen. Ah, nee, warte. Hier. Jetzt. Ja, kein Problem. Dann bleib auf jeden Fall friendly. Jo, danke schön. Und sei vorsichtig, Zeleno geht's ganz schön ab, ne? Ja, das habe ich schon gehört. Alles klar. Dann bleib am Leben. Danke, ciao, ciao. Bitte, ciao, ciao. So, ich setz ein M4 Magazin, das einer auf der Schule ist. Ich setz ein L-Magazin. LLR-Magazin. Scheiße. Baracken sind offen, also die hintere. Natürlich komme ich hier nicht mehr rüber. Ich auch, ne? Doch, ich auch. Ich muss hier. Wieso? Hey, hier links ist einer. Der hebt die Hand. Okay, wer ist er? Alter, der hätte uns gerade so wegnudeln können. Oder? Ist es. Ach, Nero ja. East. Hello, my friend! Hi, ey! Ich kenn dich doch. Kann man euch anschließen? Du kennst mich? Ja, ich kenn dich. Von YouTube. Echt? Ja. Was ist YouTube? Also, keine Ahnung, ist so eine Seite da. Da guckt man halt so Katzenvideos. Ach so! Ach so! Das. Okay, das halt. Also so normalerweise immer gerne, zocken wir immer gerne mit Leuten mit, aber jetzt gerade sind bestimmt zu viele, ja. Weißt du ja, selber, DayZ, alles was zu viel ist, wird chaotisch. Ja, dann wünsche ich euch hier viel Spaß. Alles klar, mach's gut, bleib am Leben. Ciao. Ja, ciao. Pass auf, beim nächsten Update können die Zombies mit uns reden. Was bist du? Spieler oben am Berg, Spieler oben am Berg. Okay. Grüner Tower, der ist nach links gelaufen, läuft jetzt die Mauer runter. Müsste jetzt gleich auf dem Weg links unten sein. Jetzt müsste er an dem Wachthäuschen auf dem Weg sein, auf der Straße. Ich sehe ihn. Leider nicht. Wo ist er hingepusht? Immer noch bei der Hütte hier unten. Direkt vor uns bei den Hütten jetzt.
Pass doch auf, aufpassen, dass er die Leiter nicht hochgekrabbelt kommt. Ja. Tür. Ja. Ja. Hat die Tür aufgemacht. Oben? Mhm. Ja, oben. Okay, wir pass auf, wir gehen hoch. Hat man durch die Tür geballert? Schießt halt an die Zahne, okay, er schießt. Ich bin mal bei dir unten, ne? Die sind da oben genug. Gib mir mal Deckung, ich geh auf die Schule. Deckt mal einer oben die Türe. Ja, machen wir. Ich versuch safe in die Schule zu kommen und dann snipe ich den von da oben weg. Jo. Müsstest du von da eigentlich sehen, ja? Bin in der Schule. Okay, hier ist auch durchgelootet worden, ohne Ende. Ich hoffe nicht, dass dein Mate jetzt hier oben drin sitzt. Das wäre bitter. Ich probiere mal zu provozieren. Ja. Tu mal nachladen. Nicht erschrecken, ich schmeiß meine Nater hoch. Christian kommt nicht auf den Server rauf. Hm? Meine Nate hat mich gerade fast selber getötet. Oh. Ich muss kurz schießen. Oh, Zombie. Shit, das war der Überraschungsmoment. Der ist rechts von uns. Okay, Granate ist oben drin. Zu Ben müsste er jetzt tot sein. Gefährlich, gefährlich, ich geh hoch. Bis gleich hört, ich bin dead. Ich bin dead. So. Wir waren eine Mine. Ja. Oh Gott. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, was hier passiert ist, aber man sieht keine Landmine auf dem Boden. Egal, schwamm drüber, ich bin so schnell wie möglich wieder nach Pablo Military, weil die Action ging dort ganz schön noch ab. Ach, es hat gerade geleckt und ich habe dann gegen das Dach geschossen. Der ist in der Türe ist er drin. Linke Seite, ne? Ja. Hab ihn. Ach stark, ich hab gar nicht gesehen, dass er rausgerannt ist. Nochmal nachgeschossen. Oh Junge. Der Arme. Das Auto. Er hat eine M4. Oh, hier vor, voll Tier. Machiavelli, 69. Ich kann nicht. Fährt nach links weg. Kommst du rein, oder? Ja, ja. Bex. Da ist noch einer, hab ihn. Der andere auch dead. Lucky Sun. Ich hab rotes Leben, eine Schnittwunde. Oh, das ist ihn auf Tür. Tür hat aufgeschossen. Beend jetzt daraus. Fischi, du musst dann. Ich guck oben die Tür. Ich bin da. Okay. Okay, gut. Unten Tür alles safe offen. Noch? Tür ist offen unten. Wer lebt nach? Das bin echt, das bin echt. Der kommt. Da ist die Treppe hoch. Treppe hoch. Ich bin tot. Das war ich. Mich hat jemand erschossen. Auf der Treppe. Bist du die Treppe hochgelaufen? Ich stand die ganze Zeit auf der Treppe. Ich hab ihn. Er Snoops. Stark. Ich komm runter. Bex. Nein, Bex. Bist du die Treppe hochgelaufen? Ich stand auf der Treppe. Bin ich. Ah, ist der an dir vorbeigerannt, oder was? Ja, der ist an mir vorbeigerannt. Boah, Digga, das hab ich nicht gewusst. Alles gut. Alle da. Einer führt, wir sind fünf. Warte mal, Jungs, ich mach mir mal schnell ein Armband. Ach doch, jetzt. So, Zelenoberg, glaube ich, oder? Ja. Bei den holen uns dann. Von mir aus? Oder? Ja, den lassen wir nicht ungestraft. Gehen welche links rum und welche rechts rum, oder? Würde ich sagen, ich bin gerade auf dem Weg rechts rum. Ich bin auch rechts. Ich bin hier links bei. Ich geh links rum. Okay. Wechseln wir weiter zurück, noch bis zur Baracke vielleicht. No. Ich geh hier rechts rum beim Berg. Ich bin links vom Berg, ich sehe aber auch keinen. Ich auch nicht. Was? Bin hinter dir. Da vorne läuft ein Gilly im Wald. Ich bin. Ah, Gilly nicht, nein. Hat Hits, hat Hits.
Willkommen. Von mir nicht. Hast du ihn? Ne, der hat sich hingelegt. Wo denn, am Zaun oder was? Ja, genau am Zaun, am Busch liegt er. Ist dead. Jawohl. Da war's Neues bestimmt. Ich seh's nicht, ich seh nur Überlebende. Der war, der lag. Oh, er hat auf mich geschossen. Zeleno Berg. Jo. Ja, jo, hinter uns. Ich hab den nicht gesehen. Wir gehen nicht. Alle noch am Leben? Jo, ja. ich bin nur halb tot. Wer schießt denn da jetzt gerade rechts neben mir? Da war gerade Tschüssi, oder? Das sind Zombies. Mhm. Der muss hier vorne links irgendwo sein. No. Boah, meine Plattenweste hat mein Leben gerettet. Da rennt einer. Ah, ne, das ist Trafnex. Ja, ja. Pass auf, der muss hier vorne links irgendwo sein. Wer auf wen? Ich auf Zombies. Ah, hier vorne. Willkommen. Oder hat wieder versucht auf mich zu schießen. Ich schieße ja mit einer SK. Ja, der liegt hier vorne irgendwo. Wer ist ein Gilly von uns? Keiner. Einmal. Ich verstehe gerade gar nichts mehr, Leute. Das ist Triple. Ja, ich auch nicht. Hier, da lang ist ein Gilly. Wo lang? Ja. Hier geradeaus, genau. Da lang. Der legt sich die ganze Zeit in eine Wiese. Ah, okay, dann bist du komplett verbockt. Ja. Bin jetzt unterhalb vom Zelenostein. Ich habe ja auch versucht, mein Magazin nachzuladen, aber habe ich halt nicht hingekriegt. Ich habe ihn. Das war Nightwalker, war hier im Busch. Ich habe ihn. Oh, Noisy. Nice. Noisy, mein Alter. Wieso redest du denn nicht mit uns? Und er lacht dich halt einfach aus. Aber hier war noch einer. Der hat mit SK hier rumgeballert. Bin wieder bei euch. Wo bist du noch? Einfach hier runter oben. Oh, nee. Ich kann auch meine Waffen wieder. Wo seid ihr, Leute? Ich bin unten an der Mauer. Achso, ja, okay, ich bin links am Tor. Nee, das ist doch ein Spieler, oder? Unten ist ein Spieler, ja, unten ist Spieler. Krankenhaus. Ich hab ihn gesehen, der ist jetzt an der Lobby. Push mal hin, oder? Ja, na klar, let's go. Der ist jetzt in den letzten drei Räumen hinten drin, Vorsicht. Da ist er, ich hab ihn gesehen. Ist dead, oder? Ja. Er gibt mir einen One-Shot. Oh. Katzatom. Hey, habt ihr ihn? Du hast ihn getradet. Getradet? Digga, er gibt mir einen One-Shot, was ist mit ihm? Ich mach mal hier die Tür zu. Was schießt noch einer? Wer hat gerade mit dem Sniper? Ich bin gleich wieder da. Jo, wer hat mit dem Sniper gerade geschossen? Nein. Keiner von uns. Warum habe ich einen weißen Bildschirm, wenn ich ihn... Nein. Doch, hier klettert einer die Leiter hoch. Alles klar, ich bin oben an der Tür. Echt, ja? Ja, ich, Ah, der muss ja, schon oben hat, sein. Hat die Türe aufgemacht? Helft ihm mal. Ja. Na, Snoops. Ich komme. Ich hab ihn schon, der ist dead. Hast du deine La, Bex? Ja. Ja, okay. Vorsicht, Schakal müsste oben wieder sitzen, ne? Ich weiß ja jetzt nicht, wie die eingestimmt sind hier. Da rennt ihr nach rechts. Der hätte dann die komische Polizeihäuschen hier vorne, vor uns. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn davon. Es kann sein, dass der Schakal ist. Der ist hier drin, ne? Tot. Der ist tot. War Nightwalker, oh. Da hinten rennt noch einer, ist aber ein Bambi. Ich sehe keine Waffe. Schakal. Schakal, Mann! Ja? Scheiße, wir wussten nicht, dass ihr das seid.
Du, hättet ihr Neus ausgeknipst, kein Thema, weil der wollte euch ausknipsen. Ah, okay. Aber perfekt. Ich war dabei, Neus zu verfolgen, also. Scheiße. Deine Leiche weg, oder? Ja. Ja, ich find nichts mehr. Ich werde mich jetzt equipen, mir was zu essen suchen und dann laufe ich rum und fahre wieder Helikopterdrops ab. Warte, ich habe noch ein Mac für dich. Und das kann ich dir noch geben. Ja, danke. So, liebe Leute, wir wären dann schon wieder am Ende von diesem Video. Zum Ende hin konnten wir das natürlich noch auf die anständige Art und Weise klären, und zwar friendly. Liebe Leute, so sollte das ganz normal sein. Ich lade euch natürlich herzlich ein, auf meinem Server Inferno rumzudaddeln. Schaut doch da auf jeden Fall mal vorbei. Den Link dazu findet ihr natürlich wie gewohnt in der Videobeschreibung. Und so wie ihr es schon kennt, hier in der Endszene habe ich noch andere Daisy-Videos für euch verlinkt. Schaut doch mal vorbei, vielleicht findet ihr noch das ein oder andere Video, was ihr noch gar nicht kennt. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.